Ja, Frauen wollen ja auch erobert werden, ne? Und manchmal, wenn sie Nein sagen, meinen sie natürlich Ja, weil es macht das Ganze doch viel aufregender, nicht wahr? Nein. Konsens beim Sex bedeutet Einvernehmlichkeit. Also, dass alle Beteiligten jederzeit und gleichermaßen mit allem einverstanden sind, was zwischen ihnen passiert. Und zwar so, dass sie bewusst und aktiv zustimmen. Anfassen oder küssen kann für eine Person eine sexuelle Handlung sein, für andere wiederum nicht unbedingt. Für einige können bestimmte Berührungen an bestimmten Stellen sehr unangenehm oder sogar retraumatisierend sein. Was einer Person gefällt oder nicht, ob Einvernehmlichkeit besteht oder nicht, lässt sich nur auf eine Art herausfinden: Reden. Und dann gilt, ein Nein ist jederzeit möglich und jederzeit zu respektieren. Ja, auch mittendrin. Ja, auch in einer Ehe oder langen Beziehungen. Ja, auch wenn man sich liebt. Oder auch wenn es nonverbal geäußert wird. Wie zum Beispiel durch Zurückhaltung, plötzliches Stillsein, Kopfschütteln oder Wegdrücken. Denn nicht nur ein Nein heißt Nein, kein Ja heißt auch Nein. Mehr zum Thema sexueller Konsens lest ihr in der Schule gegen Sexismus.